Ey, Idol. Berliner Bande hört sich echt nach richtig wildem Scheiß an. Und das zweite Bild ist dann direkt Graffiti auf einer Leinwand. Jetzt werden dies heftige Street-Rapper noch pittoresk. Ey, wie du rappst, ist in Gradesch ein Siebklässler-Musikprojekt. Shit, okay, da bist du sicher voll der Star. Und rappst dann auf den Pausen auf die Texte aus dem Deutschbuch nach. Aber du Kasper wirst dir krass belächelt. Du redest von Savage-Level, Alter, wieso rappst du nicht von Savage-Level? Und auch deine Mutter guckt sich's an. Deshalb hörst du plötzlich auf bei deinem Lutschwein. Guck, wie der zweite Typ im U-Bahnhof so locker leicht splittet. Und dann prüft er auf dem Rechner seine Doppelreimdichte. Du bist nur der Lückenfüller und das soll genügen. Nur in der U-Bahn genießt du dein eigenes Scheißleben in vollen Zügen. Alter, ein, zwei Sprüche und das reicht für dich. Du bist mir wie dein Scheißticket, nämlich gleichgültig. Der dritte Typ hatte sich bemüht bei dem Text zu spitten, doch sein Dreckspart wird nach sechs Bars einfach weggeschnitten. Er redet dauernd wirr, auch als er uns nach draußen führt. Und geht schnell am Obst vorbei, bevor man es noch auf ihn wirft. UKM, ich komme hinterrücks und ich tu dir weh. Worauf du hier ne Ultra-Kurzwelle machst, UKW. Asta One, du bist Deutschraps Carbon. Denn zur Besserung der Welt hat nur ein kleiner Tritt aus Gras gefehlt. Zwischen BNB und JBB durften die Fans auswählen. Ich hätte dich ganz gern auf dem Channel von diesem Jahr gesehen. Ich hoffe, ihr wisst, wo ihr textlich steht, weil ihr eure Messlatze auf, wenn ihr zu McFit geht, echt nicht hin. Doch alle waren von eurer Qualifikation begeistert. Schon bezeichnend, dass ihr euch da selber nur ironisch feiert. Ihr macht es euch einfach, denn es ist bei euch jede harte Miene gestellt. Und die ganze Hook ist nur eine Parodie auf sich selbst. Achtet mal Fußball und lädt auf Facebook gern seine Fans mit ein. Das ist der beste Weg, um endlich mal zu zweit allein zu sein. Mit seinem UKM kann er gut Linderung fühlen. Nicht nur beim Fußball wollen die beiden gerne hinten rumspielen. Tame, ich fand den Pathos in deinen Zeilen nicht leicht peinlich. Liebe zur Musik, ich glaube, die Liebe ist einseitig. Du fragst in der Hook rhetorisch, was ist Rap für mich? In den Parts merk ich, du weißt es tatsächlich nicht. 10 Jahre Rap, naja, immerhin gefällt es dir. Da hättest du wohl besser einfach dreimal BWL studiert. Du und deine Crip kriegt auf YouTube keine Klicks. Und die ganze Welt versteht nur nicht, wie gut du eigentlich bist. Aber okay, zu Recht bist du so abgefuckt. Denn warum sagt dir niemand, dass du Dreck an deinen Backen hast? Ihr seid Kollegen, doch jetzt hast du ihn als Gegner. Ich frag mich, welche Ausrede Asta dir erzählt hat. Team Hamburg, Brandenburg, Berlin, so macht ihr's jedem recht. Dreht halt noch in Köln mit Lederhosen, wo ihr Schwebe schwärmt. Ich trau's euch zu bei eurem Drogenkonsum in Pankow. Mir wurde echt gesagt, ihr zieht Lines wie Jim Pansko. Gordon steht mit Lacke zur Nase da, wie so ein krasser Gangster. Baum verwendet seins beim Rappen mehr so als Wasserspender. Ich erkenne Pisser mit Russen, Samples an Kopfformen. Ihr wert würde man euch in einem Ostdorf kein Postmortem. Wenn keiner mehr frohlockt, niemand an euch noch flog. Gott dreht sich Gordon um und macht sein Notrock. Der hat sich durch seine Clips zum Untermieter gemacht. Und dieser Baum ist halt als Baum nur ein unbeschriebenes Blatt. Fuck.